Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich bin auf dem Weg nach Urhen, also der letzte Tag meiner, ich glaube 15-tägigen Tour waren, 15 Tage waren. Es war wieder schöne Nebenstrecken, gefährlichste Natur. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich hoffe, heute am letzten Tag noch mal ein bisschen Thailand rüberzubringen. Eine Horte wilder Affen.
was fährt da denn? Ein VW Käfer. Fahren übrigens einige noch in Thailand rum. Vermutlich sieht man hier noch mehr davon als in Deutschland. Ah, Nummernschild 1969. Könnte das Baujahr sein, ja. Cool. Mit Heckgepäckträger, weil der VW Käfer ja so gut wie keinen Kofferraum hatte, ne? Aber cool. Das ist so das alte Polizeigrün, möchte ich fast sagen, oder? Ja. Ja, hallo nochmal, liebe Zuschauer. Ich bin 42 Kilometer von zu Hause weg, vom Ziel für heute und damit geht auch diese Tour zu Ende. Heute ist Sonntag und genau vor zwei Wochen am Sonntag bin ich los. Auf dieser Tour hat ausnahmsweise alles mal genau nach Plan geklappt und funktioniert. Das ist selten. Irgendwas ist irgendwie immer. Sei es Wetter oder Technik, die einen wieder umplanen lässt, aber diesmal hat alles funktioniert. Heute wieder eine sehr schöne Strecke hier runter. Wen das interessiert, wie ich gefahren bin, ich mache mal einen Kartenausschnitt von Google Maps am Ende des Videos. Könnt ihr mal nachsehen. Ansonsten sage ich jetzt schon Tschüss, aber bleibt dran, es geht noch weiter. Tschüss, macht's gut. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank an alle, die auch, ich weiß viele, haben alle Videos verfolgt. Herzlichen Dank auch an die neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Freut mich ganz besonders. Und wie ich schon mal erwähnt habe, sehr wahrscheinlich im Februar werde ich noch mal nach Süden aufbrechen. Ja, bis dahin.
Hier nun, wie versprochen, der Streckenverlauf der heutigen Route von Kanchanaburi nach Hua Hin. Zur Nachahmung empfohlen, war wirklich eine schöne Strecke, die ich auch schon öfter gefahren bin. Snickers for Linkshander!